So, hallo, wir machen weiter. Bei I Wanna Stop the Simulation. Und letztes Mal haben wir den Kontrapart geschafft. Da war ich auch ganz happy. Und dann sind wir in den Mist hier reingeraten. Und hatten ihn eigentlich auch. Wir waren eigentlich bis zur Peitsche. Leider sind Dinge passiert, mit denen ich nicht so einverstanden bin. Aber gut. Offensichtlich stirbt man an der Decke auch hier. Gut zu wissen. Trotzdem ein echt unnötiger Tod. Und ich nehme an, mit der Peitsche kann ich dann hier die Fledermäuse auch entsprechend bearbeiten. So. Jetzt spielen wir wirklich Castlevania. Nevermind. Ich konnte mich nicht bewegen, ich konnte nur schlagen. Ich dachte, ich kann mich bewegen. Ach so, ich muss nur... Ah, verstanden. Aber die gute Musik kommt. Die gute Musik kommt. Ach, ich habe vergessen, dass der runterfällt. Die gute Musik kommt. Beste Castlevania. Es ist nicht Bloody Tears. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt, aber es ist auch gut. Keine Frage. Gott, wie heißt es denn wieder? Ich weiß es nicht. Aber es ist das, ich glaube, das ist das typische Castlevania-Theme. Es ist nicht genau, es ist einfach das Castlevania-Theme, ne? Hat es einen speziellen Namen? Ich glaube nicht. Bloody Tears ist zwar wahrscheinlich das bekannteste, aber halt nicht das Hauptthema. Theme. Das Dracula-Thema ist auch, glaube ich, relativ bekannt. Dass ich zu doof dafür den Sprung bin, ärgert mich. Weil der eigentlich nicht schwierig ist. Das hier ist ein bisschen... Aber das danach ist eigentlich nicht schwierig. Wenn ich da oben bin, meine ich. So, das ist jetzt eigentlich nicht das Schwierigste. Ja, okay. Wie viele muss ich davon mitnehmen? Ah. Ah. Nice. Jetzt spielen wir wirklich Castlevania. Mit dem Unterschied, dass wir nicht zurückgehen können. Fledermäuse gerade gar nicht gesehen. Huch, da hängt eine. Da hing eine. Ah, die halten ganz schön was aus. Oder auch nicht. Kann ich erstmal triggern? So ist besser. Da fliegt auch eine dann hoch. Okay. Die. Da unten muss ich irgendwie antriggern. Ich bin so doof dafür. Aber ich glaube, der da kommt, der trifft mich auch nicht sofort. Ich glaube, da habe ich bisschen Zeit. Nice. Ne, der kann eigentlich gar nichts. Der ist einfach nur da und ist dumm. Und ich sollte ihn nicht killen. Okay. Wir killen ihn nicht mehr. So viel zu dumm.
Vielleicht ist er doch nicht dumm. Vielleicht ist er einfach nur gefährlich. So, jetzt gehen wir mal hier rüber. Das ist angenehm, um die loszuwerden. Okay, also lassen wir den in Ruhe, ja? Ach, der fällt auch einfach dann runter. Kann ich den killen? Okay. Ich muss jetzt jeden Gegnertyp kennenlernen, um zu schauen, kann ich die nachher killen oder zerspringen die in 1000 Stücke und ärgern mich dann somit. Ich weiß jetzt halt auch nicht, ob ich mit der Peitsche noch irgendwas Spezielles kann, mich irgendwo festhalten oder so. Ich wüsste nämlich gerade nicht, wie ich jetzt... Kann ich hier einfach durch? Nein, das ist... Hä? Ah, ich komme da hoch. Nee, hey, das ist Hintergrund? Da muss ich einfach drüber springen, oder was? Ach, das ist so wie hier Hintergrund. Oh. Das sah aus wie eine Plattform. Zum Glück war es nicht schwierig, hier hinzukommen. Trotzdem blöd. Komplett unnötiger Tod mal wieder. Blind kann man halt auch sein, ne? Ja, dann halt nicht. Spawnen die nochmal, wenn man sie nicht killt? Nein. Ja, dann ist auch egal, dann können die auch einfach durchfliegen. Double Kill. So. Also muss ich einfach drüber springen über die Stachel oder was? Geht das? Ja, wahrscheinlich geht das. Alles andere geht ja nicht. Aber die ist auch ein bisschen niedriger. Ja, es geht. Oh boy. Ich hab die vergessen. Ich hätte schon wieder fast nicht getroffen, das dumme Ding. Ja, da muss ich nochmal zurück, sonst wird das nix. Die Zeit habe ich ja auch eigentlich hier, ne? Dann gehen wir halt einfach kurz zurück. Statt dass ich nochmal sterbe, mach mal halt den Loop-Modus. Ist doch in Ordnung. Da könnte ich auch wahrscheinlich, ich glaube, irgendwann werde ich da zu ungeduldig sein. Und einfach sagen, hier, ich springe jetzt, wenn ich nur einige kill. Wait, wo muss ich denn jetzt hin? Was ist denn jetzt fest und was... Ich kann nur unten durch, ne? So. Kann ich direkt in den Checkpoint rein? Nice. Ich war mir unschlüssig, ob das irgendein Gegner ist, der gleich schießt, oder ob ich mich da ranhängen kann. Ach du Scheiße. What? Ah. Glaube, ich habe es verstanden. Oh, wir sind übrigens schon über 1000 tot. Hä? Aber wie? Ich komme da oben ja nicht drüber. Hä? Wo kann ich denn da stehen kurz dran? What? Ah, ich krieg den aber selber höher. Aber, okay, wenn ich es einmal mache, ist der Dings weg. Jetzt habe ich ihn ja schon ausgenutzt, also muss ich wieder rüber. Ach du grüne Neune.
Kann ich den killen oder geht der auch gleich in 1000? Der wird doch auch gleich in 1000 Dinge zu springen. Okay, auch die kann ich nicht killen. Also die ganzen Skelett-Heinis kann ich nicht killen. Das war blöd. Bruder! Das war auch blöd. Warum kriege ich das denn nicht hin? So, geht doch. Alter, das wird... Oh, das wird so unangenehm. Oh Gott, das mag mir gar nicht gefallen. Das ist nicht mein Feature. Das wird dauern. Ich hoffe, da... Danke, dass der da halt einfach mitten reinlaufen kann. Oh, aber das ist... Dass der mit... Oh. Nee, also damit bin ich jetzt nicht so einverstanden. Weil ich weiß, was soll ich da tun? Ja, danke auch. Ah, ich dachte eigentlich bei Castlevania, das wird cool. Aber wenn das sowas hier ist, dann ist das alles andere als cool. Ich nehme an, ich muss den Doppelsprung da in der Mitte einsetzen. Sonst wird es nicht funktionieren. Aber ich sterbe ja schon, bevor ich hier irgendwas machen kann. Der setzt mich ja praktisch auf der Stachel ab, wenn ich das so mache. Wie kann ich das denn anders machen? So kann ich das anders machen. Krieg ich einen Checkpoint bitte? Ich will das nicht nochmal machen. So, die kann ich nicht killen. Die schon. Sind da irgendwelche Fledermäuse unten? Da kommt erstmal da oben eine. Wir machen das ganz langsam. Ich will nicht noch jetzt mal sterben vor dem nächsten Check. Die da unten kann mich mal. Die da kann mich nicht mal. Bruder! Scheiße. So viel dazu. Nein. Okay, wir kriegen es nochmal hin. Gut. Trotzdem, das wird nicht schön mit diesen blauen Dingern. Okay, Checkpoint, please. Danke. So, alles weg hier. Ich will die blauen Dinger nie wieder sehen. Okay. Lieber Millionen Fledermäuse. Alles in Ordnung. Aber nicht mehr diese blöden blauen Dinger. Nehm alles hin, aber nicht mehr diese blöden blauen Dinger. Oh Gott. Aber wir wechseln auch gerade den Sound. Ne? Oh, ist das ein Boss? Ich meine, ich muss bis zum Baum hinkommen und ihn hauen. Ah ja. Oh, der Baum selber ist auch... Okay. Das ist aber nur ein Mini-Boss. Das ist hundertprozentig nicht der Hauptboss. Der Hauptboss ist doch 100% so ein Dracula-Verschnitt. Das erzählt mir doch keiner. Okay, ich glaube, ich gehe da wirklich recht schnell rein in den Kampf. Dann kann ich doch am ehesten Schaden am Anfang machen. So, die mache ich aber vorher weg. Die Dame da.
Und wenn er das macht, dann bin ich eigentlich relativ safe auch. Ja, das ist nicht so schlimm. Das ist viel zu einfach für einen Endkampf. Vorsichtig. Da stehe ich ungünstig. Ja, zwei Schläge hätten noch gefehlt, aber ich wollte es noch nicht. Hä? Ich dachte, die ist tot. Na, jetzt ist schon der Punkt, wo ich wieder ungeduldig bin, wo ich einfach durch den Abschnitt hier ganz schnell durch will und zum Baum kommen möchte. Das gibt's doch nicht, dass ich jetzt so dumm bin dafür. Huch. Hä? Ich hab's jetzt jedes Mal... Was mache ich denn gerade komplett falsch? Außer alles. Okay, wir machen es wieder langsam. Ist ja in Ordnung. Beruhig dich. Komm her. Baby. Ich weiß nicht, warum ich zu ihm Baby sage. Das ist eigentlich jetzt nicht so... Das Baby. Drei noch. Zwei noch. Ich gebe dir was mal weg. So, tschüss. Oh, es ist kein... Yo! Der hat mich 100 pro gekillt. 100 pro hätte er mich noch gekillt. Ich krieg keinen Checkpoint direkt danach. Okay, immer... Okay, also man hätte noch sterben können, wenn man ganz dumm ist. Gut, die Viecher kann ich einfach killen. Das ist gut zu wissen. Gibt ja auch Viecher, die man nicht einfach killen kann. Da oben ist er wieder. Irgendwie hatte ich gerade einfach keine Lust, nochmal doppelt zu springen. Irgendwie war ich gerade einfach dumm und habe die Stacheln nicht gesehen. So, jetzt verstehe ich die Stelle. Jetzt kriege ich die Stelle auch hin. Dankeschön. Ah, das kann ich nicht killen. Und das Viech da oben, da komme ich jetzt auch nicht, noch nicht ran. Und da falle ich einfach runter. Okay. Aber wie gesagt, ich nehme alles hin, solange nicht diese blöden blauen Dinger kommen. Ach du Schande. Aber kann ich den da oben? Wahrscheinlich kann ich den da oben schon erwischen. Okay. Eigentlich brauche ich den noch gar nicht abschlagen. Abschießen. Also, wegpeitschen. Aber warum eigentlich nicht? An irgendwie muss man ja seine Wut rauslassen. So. Nein, ist ja alles easy im Moment. Alles gut. Wir haben keine blauen Dinger. Alles gut. Blauen Dinger haben mich aufgeregt. Aber jetzt ist wieder alles gut. Es ist alles in Ordnung. Warum bin ich eigentlich dumm? So. Also ich kann ihn da oben auf keinen Fall treffen, weil er geht die ganze Zeit mit. Ich bin doof. Was war das denn jetzt wieder? Das ist ein Sprung, den sollte ein I Wanna Be The Spieler einfach nicht machen. Ah, okay. Der Sprung war jetzt nicht so schlimm von mir, aber trotzdem blöd. Aber wir kommen der Sache näher. So. Ich muss einfach warten, bis er schießt. Und dann... bin ich wieder dumm. Aber ist okay. Wir kriegen das hin. Es
So, wir warten kurz, bis er schießt. Und dann nehmen wir den nächsten einfach mit. Mit mitnehmen meinte ich allerdings nicht, dass ich in ihn reinspringe. Sondern dass ich den Moment nutze. So, soll er schießen? Zack. Und jetzt haben wir gerade mal unsere Ruhe. Oh, der ist ein bisschen länger da drüben geblieben, als ich dachte. Halten die sich da auf, ja? Ah ja, okay. Ein bisschen länger halten die sich da auf, als es mir lieb ist. Na, das sieht man. Aber wir kommen der Sache näher. Langsam habe ich eine Strategie für die Stelle. Geh da weg! Das ist nicht schwierig. Was mache ich denn? Wir könnten schon viel weiter sein in der Stelle. Oh, das war blöd von mir, aber es hat funktioniert. Jetzt habe ich wieder... Aber gut, dann kommt wahrscheinlich kein... Dracula-Verschnitt, weil dann ist das wahrscheinlich der Boss. Nur wir kommen halt noch nicht zu dem Boss hin. Das ist der Unterschied. Ich habe schon wieder nicht gewartet. Ich hätte warten müssen. Die Stelle ist doch auch nicht... Die kommt mir nicht schwierig vor. Ich weiß nicht, warum ich mich da so gerade, das ist einfach nur wieder meine Blödheit. Hier ist nichts schwierig. Aber wirklich nicht. So, ich lasse nochmal schießen. Und dann gehen wir rüber. Oder wir springen halt einfach wieder in das Ding rein. Geht natürlich auch. Ich versuche jetzt mal durchzuwaschen. Mal gucken, wie das vom Timing her funktioniert. Ach so, nicht. Ah, kann ich? Das müsste gehen. Nice. Das geht nicht. Okay. Oh, das geht sogar. Aber man muss es jetzt auch nicht übertreiben. Was mache ich denn? Warte ich halt. Ja, aber das könnte gehen. Hier muss ich blöderweise ein bisschen warten. Es sind nur drei Bären, die er schießt. Das ist nichts. Das ist nicht der Rede wert. Ich verstehe mein Problem halt nicht. Als ob ich halt reinspringen möchte. Weißt du? Das ist gerade keine schwierige Stelle. Ich verstehe halt nicht, was ich hier tue. Ich will die Stelle einfach nicht schaffen. Warte, ich kann ja auch oben drüber, ne? Das ist vielleicht angenehmer. Ist zwar nur der erste Sprung und damit nicht relevant, aber es ist vielleicht angenehmer. Macht jetzt auch keinen Unterschied spielerisch. Nee, macht jetzt echt keinen Unterschied. Aber schön, dass wir es rausgefunden haben. Ich verstehe mich nicht. Ich verstehe mich gerade nicht. Gerade wenn ich jetzt mir zuschauen würde, ich wäre so genervt von dem Spielstil von dem Typ hier, der gerade spielt. Ne? Weil er rennt halt einfach in die Sachen rein. In die man nicht reinrennen muss in der Situation. Na bitte, es geht doch. Let me guess. Natürlich. Aber hey, wir waren mal hinten. Wo es nicht schwer ist, hinzukommen eigentlich. Wenn man nicht sich komplett inkompetent anstellt, wie ich gerade schon wieder. Jo, das war knapp. Aber es hat irgendwie funktioniert. Und dann nicht mehr.
So. Kann jetzt irgendwas außer schießen? Muss ich den jetzt abschießen? Ah, okay. Dann lieber so. Wenn er eh automatisch runterkommt, warte ich wirklich ab und springe nicht hoch. Gut. Ich nehme an, das wird schlimmer mit der Zeit, weil so ist es aktuell wirklich sehr simpel. So, aber ich möchte jetzt dann nicht riskieren, hier Quatsch zu machen. Dann gehen wir wirklich einfach der Sache nach und jetzt einmal noch. Also hier sterben wir jetzt richtig dumm. Bruder! Wenn der jetzt in mich reingefallen wäre. Kriege ich keinen Checkpoint? Ich möchte bitte jetzt sofort einen Checkpoint. Dankeschön. So. Wahrscheinlich bekommen wir lauter verschiedene Castlevania-Abschnitte. Aber ich möchte bitte nicht mehr die blauen Dinger sehen. Wahrscheinlich kommen gleich die blauen Dinger wieder. Aber wenn wir den Totenkopf gerade gekillt haben, dann glaube ich, dass wir doch noch einen Dracula-Fight bekommen werden. Es ist eigentlich ziemlich offensichtlich. Ich meine gerade so viele Fledermäuse. Also Entschuldigung, wie soll ich den denn sehen? Gerade so viele Fledermäuse, das kann doch nur auf den Dracula-Fight hinauslaufen. Okay, einfach schnell durch hier. Bringt überhaupt nichts, sie abzuschießen. Die spawnen ständig neu. Und abschießen bringt sowieso nichts, weil ich gar nicht schießen kann. Ja, das ist halt ein bisschen dumm. Also, Entschuldigung, aber das ist halt ein bisschen blöd. Kann er nicht ins Nichts peitschen und etwas abschießen, was noch gar nicht da ist. Aber mich kann das, dieses etwas töten. Okay. Ja. Super. Bis zum Ende komme ich. Aber aus dem Bildschirm raus komme ich nicht. Weil er leider im Endabschnitt mir Sachen ins Gesicht fliegen. Danke. Och. Das war jetzt blöd. Ich brauche den Doppelsprung noch. Ja, das killt es mehr, habe ich mir gedacht. Ich darf den da hinten noch nicht einsetzen. Ich muss hier noch. Ja. Ich wollte halt jetzt eigentlich schräg nach oben, aber es ging nicht. Es geht nicht. Kann ich danach schräg nach oben? Seht ihr das? So wie ich das versuche, will er das nicht annehmen. Aber ich muss das doch so machen. Aber ich krieg den. So. Und jetzt dann nochmal den. So, kann ich da jetzt drüber laufen? Ah ja. Ah ja. Verstanden. Ich muss möglichst weit an dem Ding erst loslegen. Und dann komme ich auch weiter rüber. Oh, ich hasse dieses Feature. Da bin ich jetzt. Also, da. Das kann ich überhaupt. Nee, sowas kann ich überhaupt nicht ab. Das ist so unkontrollierbar. Nee. Nee, also das ist dumm. Das ist ein blödes Feature. Alles andere in dem Castlevania-Teil ist cool, aber diese Dinger da sind furchtbar.
und dass man an der Wand stirbt. Bin ich in der Stachel gestorben? Ah, wahrscheinlich so. Hä, schon wieder? Ach, wahrscheinlich das Ding fällt runter und dann laufe ich rüber und sterbe an dem anderen Ding. Das kann sein. Ja. Okay. Muss ich da ein bisschen drauf achten. Bin raus gleich. Drüben ist mein Checkpoint. Der einzige Fehler, den ich machen kann, ist schräg rüber. Ich muss einfach gerade rüber. Ich habe den Doppelsprung noch. Das ist zum Glück ein ganz kurzer Abschnitt bis zum Checkpoint. Da kann ich echt von Glück reden. Aber diese Dinge da sind echt das Blödste, was man hier hätte machen können. Also tut mir leid an wer immer das gebaut hat, aber über dieses Feature wirst du vielleicht nochmal nachdenken. Vielleicht willst du auch nicht. Dann ist das auch okay. Aber ich find's nicht gut. Ich find's absolut unkontrollierbar. Ich krieg's zwar jetzt kontrolliert, ja, aber nee. Nein, ich habe einen Doppelsprung eingesetzt. Kommen die Dinger wieder? Scheiße. Ja, kann ich vergessen. Aber ich weiß halt auch noch nicht, wie ich da... Ich glaube, ich sollte da gar nicht erst nach oben oder so. Ich glaube, dadurch verhaue ich es mir. Ich glaube, ich muss direkt rüber. Weiß es nicht. Geht das überhaupt? Oder muss ich einmal nach oben mindestens? Weil die Höhe sonst nicht passt, um durchzukommen oder keine Ahnung. Weiß es ja nicht. Nee, ich muss erst an das Ding ran. Das geht nicht anders. Die Höhe reicht sonst nicht, um rüberzukommen. So wie hier. Das geht nicht unten, oben. Ich höre Stimmen.
was eigentlich nicht sein kann. Bin verwirrt. Aber es ist Halloween. Wahrscheinlich hört man heute einfach Stimmen. Hä, ist das von der Garage hier oben? Das könnte sein. Ich hab nach oben gedrückt. Warum hat er jetzt schräg geschlossen? Ich habe eigentlich wirklich nicht noch nach rechts. Wahrscheinlich habe ich noch nach rechts, aber ich habe den Knopf eigentlich nicht. Also ich kann mich nicht erinnern, dass mein Finger drauf lag. Das Spiel hat es zwar so angenommen, aber eigentlich lag mein Finger nicht drauf. Ich weiß es nicht. Wenn ich schuld bin, nehme ich gerne die Schuld auf mich. Aber es fühlt sich nicht so an. Das ist so knapp! Mist! Pause. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.